Deutscher Freiheitssender 904. Hier spricht der deutsche Freiheitssender 904. Hier spricht der deutsche Freiheitssender 904. Wir melden uns täglich um 20 und 22 Uhr auf der Welle 331,9 Meter gleich 904 Kilohertz. Hier ist der deutsche Freiheitssender 904 der einzige Sender der Bundesrepublik, der nicht unter Regierungskontrolle steht. Damit habt ihr bestimmt nicht gerechnet. Max hat mir ein bisschen Zeit gelassen und ich dachte, ich spiele euch mal, was viele Radiohörer mögen, aber schon lange vermissen müssen, die guten alten Pausenzeichen. Was das ist und dass sie seit Beginn der Verdummungswelle im Radio nicht mehr zu hören sind, wisst ihr selber. Darum will ich hier nicht für allzu viel erklären und die Zeichen lieber abspielen. Begonnen haben wir mit dem deutschen Freiheitssender 904. Das war eine Art Geheimsender der DDR und sendete von 1956 bis 1971 aus Burg bei Magdeburg. Ebenfalls von dort sendete der deutsche Soldatensender von 1960 bis 1972. Der deutsche Soldatensender mit seiner Mittagssendung. Hier ist der deutsche Soldatensender mit seiner Mittagssendung. Wir bleiben in der DDR. In den 70er Jahren zog die neue Zeit nicht nur mit der SPD in der Bundesrepublik, sondern auch bei Radio DDR. Der Berliner Rundfunk meldete sich mit Takten aus Albert Lortzings Oper Regina. Die Berliner Welle, die schon lange vor dem Ende der DDR nicht mehr existierte, war sehr lokalpatriotisch und meldete sich mit Paul Linkes Berliner Luft. GDR Calling. Natürlich gab es auch einen Auslandsrundfunk. Zu dieser Melodie, die mit den ersten Takten von Goodbye Johnny anfängt, brauche ich nichts zu erklären.
That newscast comes to you from Radio Berlin International, the voice of the German Democratic Republic. The General Secretary of the Women's International Democratic Federation, Miriam Viere-Tuominen, has demanded the immediate quashing of the death sentences. Dann gab es noch eine Besonderheit. OPS Berlin. Dieser Sender richtete sein englischsprachiges Programm an Amerikanern in Westdeutschland, wie man die Bundesrepublik damals nannte, und an Amerikaner in Westeuropa. Dies geschah in den 60er Jahren. Leider ist nicht viel über diesen Sender bekannt. Wer Infos über diesen Sender hat oder eine QSL-Karte von dieser Sendung wünscht, der schreibt bitte an maxberger@smradio.de. Und so hörte sich OPS Berlin damals an. This is OPS Berlin, a program which entertains and informs. We broadcast nightly to Americans in West Germany and Europe. Und dann gab es noch ein junges Programm, das seit 1964 als Programmfenster im Berliner Rundfunk zu hören war und in den 80er Jahren eine eigene Senderkette bekam. Es ist 20 Uhr. Nachrichten. Berlin, Empfang zum Jahrestag des Sieges. UdSSR-Botschafter Wiatschke. Die Stimme der DDR fragte, wessen die Welt ist. Stimme der DDR. Bis zum Machtantritt Erich Honeckers hieß dieses Programm in Anlehnung an die Vorkriegstradition auch Deutschlandsender. Dieser klang so. Da haben wir jetzt einen schönen Übergang. Der Vorkriegsdeutschlandsender sendete seit dem 21.03.1933, dem Tag von Potsdam, üb immer Treu und Redlichkeit. Der Kurzwellenrundfunk im Dritten Reich meldete sich mit gleichem Zeichen. Hier sind die deutschen Kurzwellensender. Deutschland grüßt alle Landsleute und Freunde in Süd- und Mittelamerika mit einem Volkslied. Wir danken jedem unserer Hörer für die vielen freundlichen Zuschriften und wünschen auch weiterhin recht guten Empfang. Bitte schalten Sie sich ein, wenn die Heimat mit diesem Zeichen ruft. Sieg, Victory. Die BBC verwendete während des Zweiten Weltkrieges das Morsezeichen V für Victory mit 4 Paukenschlägen. Hier ist England,
Hier ist England. Hier ist England. Das schönste Land, ihr wisst es schon, das nennt man die Sowjetunion. Und aus ihr kam wohl das berühmteste, markanteste und schönste Pausenzeichen der damaligen Radiowelt. Внимание! Говорит Москва! Es sind die ersten Takte des 1936 entstandenen Liedes Shiroka Strana Moja Rodnaya. Groß ist mein Heimatland. Noch einmal zurück in die DDR. Dort gab es ein Intermezzo vom 21.08.1968 bis zum 12.02.1969. Nach dem Einmarsch der Warschauer Vertragstruppen in die CSSR sendete ein von der DDR produziertes Programm von Wilsdruff aus in die CSSR. Dieser Sender nannte sich Radio Moldau. Hlásí se rozhlasová stanice Vltava. Vysíláme na vlně 210 metrů, to je 1430 kHz v českém a slovenském jazyku. Wie hört es sich an, wenn zwei Sender sterben und ein neuer wie Phönix aus der Asche entsteht? Wenn dein Nachfolger, lieber Rias, es macht wie du, wenn er sich kümmert um das, was die Menschen bewegt, wenn er sich müht um das, was sie verbindet, muss es uns um seine Zukunft nicht bang sein. Zuversicht und Wehmut, mit diesen Gefühlen stehen wir an der Jahreswende. Zuversichtlich, dass das Beste von Rias und DS Kultur im Deutschlandradio Berlin erhalten bleibt. Wehmütig, weil in wenigen Minuten ein halbes Jahrhundert Rundfunkgeschichte zu Ende geht. Du hast einen Rang in der Zeitgeschichte, den kann dir niemand nehmen. Du hast einen Platz im Herzen der Menschen. Da kann dich keiner verdrängen. Mach's gut, lieber Freund. Bye bye, Rias. Bye bye. Es ist 0 Uhr, 1. Januar 1994, Deutschlandradio Berlin. Wir wünschen allen unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes, friedliches und gesundes neues Jahr. Das war am 31.12.1993 bzw. am 01.01.1994. Der Rias und der Deutschlandsender Kultur starben und es entstand das Deutschlandradio Berlin, später umbenannt in Deutschlandradio Kultur. Übrigens, von einem Insider weiß ich, dass über den Langwellensender Zehlendorf ein Glockenstar gefehlt hat wegen des Umschaltvorganges. Das letzte Pausenzeichen, welches in Deutschland über Mittelwelle ausgestrahlt wurde, war das vom Deutschlandfunk.
Damit gab man seinen sterbenden Mittelwellensendern einen einigermaßen würdevollen Tod. Land voll Lieb und Leben, aus dem Lied Ich hab mich ergeben. Aufgenommen wurde dieses Zeichen, was ihr gerade gehört habt, direkt im Mittelwellensender Kremlingen während der Abschaltung. Das war's für heute. QSL-Kartenwünsche bitte an maxberger@smradio.de. Ich verabschiede mich für heute. SM Radio Dessau hört ihr jeden dritten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Auf dieser Welle. Und mich werdet ihr demnächst auch wieder mit meiner Musik aus den 30er und 40er Jahren hören. Und nun, kein Pausenzeichen, ein Jingle von Radio DDR mit Heinz dem Quermann. Und ich sage Tschüss und vergesst nicht, die Antennen zu erden. Radio DDR bringt für Sie Schlagerrevue.